Hi, Guidos Plattenkiste wieder mal hier. Ich freue mich wieder mal eine neue Sendung. Heute ein Mint-Tag. Ja, die neue Mint endlich wieder da. Jeden Monat freue ich mich aufs Neue. Auch schöne Berichte diesmal drin, nämlich der große Vinylratgeber hier gerade für mich. Echt viele, viele tolle Tipps drin. Ne? Auch ein schöner Bericht von Herr der Höllen. Natürlich vollgepackt mit Informationen. Ne? Also, wenn ihr es noch nicht habt, heute ist sie wieder da oder ihr bestellt sie oder ihr habt vielleicht sogar ein Abo, dann ist es natürlich auch gar kein Problem. Habt ihr sie auch schon längst auf dem Tisch liegen. Schönes Ding, ganz, ganz ehrlich. Schönes, schönes Ding. Muss einfach sein. Freue mich drüber. Ne? Ja, ansonsten bin ich ein bisschen traurig. Ich bin ein bisschen traurig. Es kommen keine neuen Scheiben rein. Ich stehe da und nichts Neues. Keine Urlaub oder was weiß ich was. Ich habe keine Ahnung. Es gibt nichts. Was soll ich machen? Nichts da. Nur alte Kram, nur alten Kram. Ja, also dementsprechend ziehe ich mal wieder ein paar raus und schauen wir mal, was wir hier für einen alten Kram so haben. Und dann habe ich gleich, ja, drei wollte ich noch nicht ziehen, jetzt habe ich zwei gezogen. Ist auch egal. Dann fangen wir mal an mit Soft Machine. Yes, das ist David Allen Robert Wild. At the beginning von Charlie's Record. Schönes Ding letztendlich. Soft Machine, also David Allen ist im Prinzip ja bekannt als Mitbegründer von Gong gewesen, ne? Neben Pierre Molin. Ansonsten ja, natürlich eine geile Scheibe. Ne? Also hier die mit Hendrix auf Tour gewesen. Ich glaube, mit Pink Floyd zusammen als Vorgruppe gespielt. Oder im selben Club. Ist ja diese Canterbury Rock-Geschichte oder so. So eine Art bisschen neben den Prog-Rock-Geschichten irgendwie. So leichte Jazz-Einflüsse würde ich das mal so bezeichnen. Ne? Schöne Scheibe, das ist irgendwie at the beginning. Ich weiß nicht, die ist glaube ich nicht offiziell gelistet. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist. Irgendwie von Bellaphon. Wahrscheinlich mal irgendwie, ich weiß nicht, ob das mit Genehmigung rausgebracht wurde, oder wie das immer so läuft, wenn die nicht aufgeführt wird bei Dings. Ne? Aber ansonsten, ja, es ist eine geile Scheibe. Also Soft Machine für jeden, der es noch nicht kennt, auf jeden Fall mal holen. Also reinhören, definitiv geiler Prog-Rock mit Jazz-Einflüssen. Aus den frühen Jahren, und zwar aus dem Jahre, ich glaube, 72, 73 oder irgendwie sowas. Natürlich kann ich es mit meiner Brille wieder mal nicht so wirklich erkennen, wann dieses Ding rausgekommen ist. Sie sind natürlich relativ früh angefangen, ich glaube schon Ende der 60er Jahre. Nichtsdestotrotz, bitte, bitte haben Sie Soft Machine at the beginning. Schöne Scheibe, müsste ich eigentlich sagen. Das ist ja mein Spruch. Eine schöne Scheibe, schön, schön. Schönes Ding. Nee, schönes Ding war das, ne? Sean Tyler, Rhythm of the Swing. Sean Tyler, ja, das ist ja auch, das ist ja eigentlich im Prinzip ein Swing, also ist das ist ja der Boogie King, ne? Also ich glaube, der hat den Ruf weg, der King of Boogie zu sein oder so, ne? Spielt also eine richtig flotte Gitarre, der gute Mann. Ansonsten hat er mehrere Projekte irgendwie gehabt. Da gab es irgendwie die Tyler Gang, glaube ich, oder Tyler Bang, Gang, bin die Gang Bang, Tyler Gang Bang. Nee, die Tyler Gang Bang gibt es, glaube ich, nicht, wüsste ich zumindest nicht. Die Tyler Band oder die Tyler Gang. Ne? Ja, jetzt bin ich ein bisschen raus wegen dem Quatsch. Ne? Also ist eine gute gitarrenorientierte Swingplatte hier. Gute Musiker noch dabei: Paul Simmons, Steve Borton und Mickey Room. Ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr zu ein, außer Tyler Gangbang. Ne? Ja. Tut mir leid, ne? Da, was so ein kleiner Sprecher doch für Auswirkungen haben kann. Ne? Ja. Es ist schon eingetragener, bekannter Gitarrist letzten Endes. Also leider bin ich jetzt wirklich ein bisschen weg. Aber egal. Sean Tyler. Sean Tyler mit der Rhythmus, mit Rhythm of the Swing. Scheiße, du, echt. Gangbang. Tut mir leid. Tut mir echt leid. So, ansonsten muss ich mich mal wieder ein bisschen erheben. Und gerückt nochmal hier irgendwie rein und habe hier nochmal eine Scheibe rausgezogen. Und habe jetzt hier The Tourists. Ja, Reality Effects. Also The Tourists ist ja auch sehr interessant. Das ist nämlich im Prinzip Vorläufer von Eurythmics. Ne? Dave Stewart hat das ganze Ding ins Leben gerufen und hat sich daneben gleich die schöne Anne Lennox gekarrt. Und noch ein paar andere Musiker, ich weiß nicht ganz genau, Pete Kombis und Eddie Chin. Eddie Chin ist, glaube ich, auch ein Bass, der ist auch sehr bekannt. Und die haben hier auch schon zwei, drei Single-Auskopplungen gehabt. Ich glaube, das ist hier schon Platte Nummer 2, Reality Effects. Das ist nicht das Debüt von der Band, sondern die hieß vorher nochmal irgendwie ein bisschen anders. Und die haben sich, glaube ich, die Tourists genannt.
Größte Auskopplung hier drauf war mit Sicherheit So Good to Be Back Home Again. Das ist, glaube ich, irgendwie Platz, was weiß ich, war 10 oder so gewesen. Also schon relativ bekannt. Man kann sie auch kaum erkennen, wenn man hier so auf den Fotos nochmal irgendwie so guckt, so wie sie ausgesehen haben zu der Zeit. Annie kann man so ein bisschen erkennen. Danach kam, glaube ich, nur eine Scheibe, wenn ich mich nicht recht täusche, von The Tourists. Und dann war auch vorbei und dann gründeten Dave Stewart und Annie Lennox Eurythmics. Ja, und dann ging es mit Eurythmics natürlich steil bergauf. Ne? Nichtsdestotrotz ist es auch eine coole, coole Rock-Pop-Band hier. Ne? Schöne, poppige, rockige Pop-Pop-Pop-Pop-Pop. Ne? Tourists, Reality Effects. Schönes Ding, definitiv. Ne? Mann. So, und was haben wir noch hier so auf dem Programm? Wenn wir hier eine Platte rausziehen, Neil Young, Zuma, die hatten wir auch, glaube ich, schon mal. Zuma, wenn ich mich nicht täusche. Und hier vielleicht nochmal eine, die Purple and Rock. Ja, guck mal hier, schöne Scheiben, ne? Was soll man dazu sagen? Hier nochmal eine Scheibe, zack, Folk Dances, ja. Guck mal, jetzt habe ich hier mal drei Platten, von denen wir, glaube ich, alle schon mal irgendwie was hatten. Ne? So. So läuft das auch manchmal. Hier noch einmal reingreifen. So, jetzt habe ich mal einen ganzen Stapel rausgezogen hier. Die gehen wir jetzt mal im Schnelldurchlauf durch, weil zwei, drei hatten wir das schon. Das ist hier, ja, Philippine Folk Dances. Das ist ja auch was ganz Interessantes hier. Ne? Frag mich nicht, wo ich diese Scheibe her habe. Die kommt von Villa Records Dynamic Store. Und die kommt ja auf dem Direktweg aus den Philippinen, würde ich mal behaupten. Ne? Mal hier drauf gucken. Wie lag's? Philippine Folk Dances. Ja, nee, kann ich nicht. Nee, Dynamic Stereo. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall, die Philippinen haben relativ viele Volkstänze, falls man das nicht weiß, sind sehr fortgeschritten in der Tanzweise. Die haben ja ganz viele Einflüsse, indische Einflüsse, chinesische Einflüsse, schon fast karibische Einflüsse damit drin. Ne? Und das haben sie alles übernommen, oder vielleicht kommt es auch von denen, das weiß ich nicht so ganz genau. Und haben dementsprechend auch eine sehr weit gefächerte musikalische Darbietung dementsprechend. Und das ist hier drauf auf dieser schönen Platte vertreten. Die Scheibe ist relativ alt, würde ich sagen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, habe keine Angabe da jetzt hier drauf. Müsste ich mal irgendwie gucken, ob man die mal rauskriegt. Das würde mich echt mal interessieren, weil die habe ich auch noch nie angehabt. Ich weiß nur, ich habe so chinesische Dinge, auch koreanische Sachen. Dementsprechend habe ich auch natürlich philippinische Sachen. Und diese Scheibe ist eben halt Philippine Volksdances oder Dances, ne? Volksdances, ne? Ah ne, da steht ja was. Ja, Copyright 1959. Ja, das ist ja schon mal ein ordentliches Ding. Ne? Sehr interessant, finde ich. Sollte ich mir mal echt mal reintun und mal gucken, wie das Ganze so klingt. Bitteschön. Philippine Folk Dances. Ja, die Purple Rock hatten wir doch alle schon dreimal, glaube ich, oder sowas, ne? Die kennt natürlich jeder, die muss natürlich jeder haben. Hat auch wahrscheinlich jeder, ne? Blackmore, Gillen, alle dabei. Rockmusik aus den Jahren 72, wenn ich mich nicht täusche. 70 sogar schon. Guck mal hier, das ist eine Hör zu Langspielplatte. Die habe ich nämlich auch noch in einer anderen Version, diese Scheibe. Schön natürlich hier auch dieses Ding hier von den amerikanischen Dings abgemacht. Und ansonsten ist hier Speed King, Child in Time, alles drauf, was man so braucht. Die Purple and Rock, yeah, der Beginn des Hard Rocks. Ne? Also das war wirklich, also Richie Blackmore Deluxe. Ne? Neil Young, Zuma, Crazy Horses hatten wir, glaube ich, auch schon mal gehabt. So brauche ich auch nicht allzu viel zu sagen. Ist auch eine schöne Platte von Neil Young. Ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, dass wir sie irgendwie hatten. So, und dann habe ich hier nochmal Jeff Beck. Ja, the best of Jeff Beck. Ne? Und natürlich Jeff Beck Group mit niemand anderes als natürlich Rod Stewart. Ne? Jeff Beck, den kennt ja auch im Prinzip jeder, der hier kurz bei den Yardbirds mitgemacht, so wollte dann aber doch lieber Solo machen, nachdem Clapton ja bei den Yardbirds ausgestiegen ist, wollten sie niemand anders haben. War Jeff Beck kurz eingesprungen und dann natürlich auch wieder schnell davon weg, so, weil wollte er lieber seine Jeff Beck Group gründen. Das hat er dann auch getan mit Rod Stewart und Ron Woods an der Bassgitarre und Mickey Hopkins an den Pianos und Mick Waller an den Drums. Wunderschöne Platten gemacht, Jeff Beck. Ne? Also ein Sahne-Gitarrist für mich irgendwie, so eine schöne Spielart, so ohne Plektron, nur gezupft so auf seiner Fender. Also wahnsinnig toll, also Blow by Blow, einer meiner Lieblings-LPs von Jeff Beck.
Ja, Rod Stewart und Ron Wood sind relativ schnell, dann glaube ich, auch wieder von der Jeff Beck Group ausgestiegen, haben ihr eigenes Ding gemacht. Ich glaube, Rod Stewart hat noch ein bisschen was mit Faces gemacht. Ron Woods ist natürlich zu den Rolling Stones gewandert. Und so ging das dann weiter bis heute, weil Jeff Beck erst gerade letztes Jahr auf große Tournee gewesen ist und hat zu seinen Besten sein Bestes gegeben. Und das auch richtig toll. Jeff Beck. Immer, immer, immer eine Hausnummer. Ne? Ganz geile Scheibe. Das sind die frühen Sachen hier natürlich von 67 bis 69. Da wurde noch ein bisschen nachgesungen hier von Shapes of Thing und Jerry Ross Rock. Ansonsten ist es trotzdem natürlich von der Spielweise her und von der Art her eine ganz tolle, tolle Platte. Der ganz, ganz frühe Master der Gitarre, Jeff Beck. Und das ist die letzte Platte jetzt hier, die ich so in der Hand halte. Und das ist Brown Sugar featuring Clydie King. Ja, und Clydie King ist ja auch wirklich, also kaum jemand kennt sie, glaube ich, so, obwohl jeder sie schon mal mindestens gehört hat, weil die hat schon überall im Background mitgesungen. Ja, ob das nun Diana Ross war oder ob das nun, oh Gott, ich weiß es gar nicht, überall Pink Floyd war. Sie, ja, überall hat sie im Background gesungen, die gute Frau, ne? Und Brown Sugar und beziehungsweise Featuring Clydie King ist eine richtig, richtig geile Rhythm and Blues and Soul Platte aus den frühen 70er Jahren. Ja, das ist richtig. 73 ist das ganze Ding gemacht. Das ist geile, geile Disco-Musik à la Supremes oder Diana Ross. In diese Richtung muss man das einfach einstufen. Und sie geht richtig geil ab. Und da gab es nämlich auch diese wunderschöne Auskopplung Dance to the Music, die niemand anders geschrieben hat als Sly Stone. Und das hat sie halt wunderbar versungen, gesungen und mit musikalischer Darbietung gebracht. Und das ist auch in die Discos hoch und runter gelaufen. Und das wurde auch, glaube ich, ausgekoppelt. Da gab es auch dann irgendwie keine Ahnung, welche Plätze das waren. Platz 10, 11, 13, 14, 15 oder so, keine Ahnung. Ne? Loneliness ist auch noch ganz hübsch. Das ist eine geile Scheibe. Brown Sugar für jeden, der ganz frühe Scheiben hört, à la Motown, obwohl dieses natürlich von RCR Experience von Chelsea. Geile Scheibe, was soll ich sagen? Ne? Tolles Ding. Tolles Ding. Brown Sugar featuring Clydie King. Toll. Ja, das war doch schon wieder eine Handvoll Scheiben für heute. Ich denke mir, das war's. Das sollten wir mal damit einfach mal belassen. Und ich werde jetzt noch ein bisschen in meiner Mind rumkramen und lesen und genießen noch ein bisschen den Abend. Und vielleicht, morgen ist Freitag. Das ist für mich ein gutes Zeichen, weil Freitag ist eigentlich immer ein Tag, wo man gute Platten kaufen kann. Dementsprechend hoffe ich für euch, ihr habt auch gute Platten, ihr hört gute Platten, ihr genießt gute Platten. Ich habe gute Platten und ich genieße gute Platten. Mit meinen Tores bin ich noch nicht weitergekommen. Ich habe einfach keine Zeit. Ich habe heute einen wunderbaren Fußboden noch verlegt zu Hause. In der Küche haben wir einen schönen Holzfußboden gemacht und so. Aber das gehört einfach woanders hin. Ne? Okay, Leute, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich freue mich bis morgen. Tschüss.